Die meisten werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Night Talk mit Jürgen Domian. Sehr spannend, ich bin ein großer Fan dieser Sendung. Ich gucke mir das sehr häufig an. Da habe ich letzte immer reingeguckt und da hat ein Anrufer angerufen und es ging um mich. Und schauen Sie mal bitte, was da passiert ist. Hallo Domian. Ja, Kurt, guten Morgen. Dein Thema. Morgen. Mein Thema sind Strumpfhosen. Was heißt denn Strumpfhosen? Wie? Nylon-Strumpfhosen. Also ich trage die sehr gerne unter der Jeans oder unter dem Trainingsanzug. Ich bin nicht der Einzige. Es gibt ja auch diverse Schauspieler wie Mathieu Carré, der trägt auch gerne Strumpfhosen, oder Stefan Raab. Ist das so? Ja, weißt du das nicht? Nein. Stefan Raab trägt gerne Unterhosen. Ja, das behaupte also, ich. Also Strumpfhosen, nicht Unterhosen. Ja, Strumpfhosen. Strumpfhosen, ja. Unterhosen ja. Wahrscheinlich auch. Ja, meine Damen und Herren, und das hat mich interessiert. Das hat mich interessiert. Und weil man bei Jürgen Domian so viel lernen kann und weil er sehr tabulos ist, mussten wir ihn nominieren. Nominiert für den Raab der Woche, meine Damen und Herren. Aus dem WDR, der Night Talker Jürgen Domian. Und hier ist er, Jürgen Domian. Was? Nee, hab keine. Ich habe noch keine Strumpfhosen an. Wir sehen uns tatsächlich im Moment zum ersten Mal. Wir haben uns wieder hinter der Bühne gesehen und vorher sind wir uns auch nie begegnet. Ja, erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Du machst ja eine Sendung, die ist sehr tabulos. Ja, kann man so sagen. Und ich bin mittlerweile wirklich ein richtiger Fan. Ich sitze da abends öfter und höre mir das an und bin wirklich fasziniert, was da für Leute anrufen. Ja. Und das ist so tabulos, dass dass ja andere Sender außer dem WDR, also andere ARD-Anstalten strahlen das ja nicht aus, oder? Nee, das läuft nur über die Sendefrequenzen des WDR. Ja, ja. Man muss mal zu ProSieben kommen. Bei uns hört man gerne so Sachen wie Ficken. Das ist direkt mal das Geschenk. Wir schauen uns noch mal gerade den zweiten Teil des Anrufs an, dann reden wir. Also. Bei Stefan Raab spielt es auch nur eine Rolle. Ich glaube, der ist im Bett sehr passiv und noch formbar. Und deswegen glaube ich, könnte man mit ihm. Ich könnte jetzt fast glauben, du bist Stefan Raab, aber das glaube ich nicht. Ich bin nicht Stefan Raab, aber manchmal wünsche ich es mir wirklich. Ich habe da, also, das ist jetzt nur bei Stefan Raab diverse Fantasien, dass ich ihm gerne Pumps anziehen würde, eine Strumpfhose und einen roten Minirock. Und schlechtes Make-up. Eine Perücke bräuchte der nicht. Warum schlechtes Make-up? Wenn schon. Ja, das hat ja was Verruchtes, Billiges. Ach so, ja. So ein bisschen nuttig, ne? Richtig, ein bisschen nuttig. Ja. Ich kann mir schon immer vorstellen, was du vor dem Fernseher machst, wenn Stefan Raab. Hat, wenn Stefan Raab seine Show hat. Das kann sehr schmutzig werden. Ja. Also, es stellt sich ja natürlich jetzt die Frage, bist du passiv und formbar im Bett? Ach, dann wollten wir das hier diskutieren. Ja, natürlich. Das interessiert die Leute. Ja. Stefan. Ach, ja, ich bin ja so schüchtern, weißt du? Das hat der ja erahnt. Ne? Ja, ich komme mal demnächst zu dir in die Sendung, da ist, glaube ich, bessere Plattform. Und der hat ja auch erahnt, dass du, oder er vermutet das zumindest, irgendwie eine homoerotische Ader hast? Nein. Noch nicht, aber wer weiß, was heute Abend noch passiert. Wenn du ihn kennenlernst. Ja, wenn ich ihn kennenlerne. Was sind die verrücktesten Sachen, die du da erlebt hast? Also ich habe mit Heller von Sinnen ein Buch gemacht, das heißt Jenseits der Scham. Ja. Mit diesem Buch gehen wir immer auf Tournee in Deutschland. Und ich frage immer das Publikum, das würde ich gerne jetzt hier dein Publikum auffragen, ist hier heute Abend der Goldfischman? Scheinbar nicht. Nein, folgende Geschichte steckt dahinter. Es gab einen Anruf von einem Mann, der erzählte, dass er in seiner Wohnung einen Raum hat mit mehreren Aquarien. In einem Aquarium befinden sich Goldfische. Und er fühlt sich von den Blicken der Goldfische so stimuliert, dass er immer in diesen Raum geht, vor das Aquarium mit den Goldfischen sich setzt und dort onaniert. Oh! Was denken denn die Goldfische? Die Goldfische denken wahrscheinlich, an das Würmchen würde ich auch gerne. Nein, die Heller von Sinn hat immer noch eine andere These. Sie meint, das liegt nicht nur an den Blicken der Goldfische, sondern auch an den typischen Maulbewegungen. Okay. Ja, ich habe ja eigentlich nur eine einzige perverse Ader. Ich stehe auf Typen in Arbeitsanzügen und Gummistiefeln. Kennen Sie den? Bernd Till. Könnt ihr mal näher drauf?
Stefan, war er wirklich früher mal irgendwie in der Branche tätig? Ich vermute, der war nur Fotomodell und hat sich gedacht, ach ja, da wird schon keiner merken, aber er hat nicht mit uns gerechnet. aber was gibt's denn noch für perverse? Du bist ja Metzger, ne? Ja. Mhm. Ich hatte mal, das ist mittlerweile aber wirklich eine Geschichte, die ist schon evergreen und ein Klassiker. Kam es manchmal vor, du hast auch bedient im Geschäft, ja, natürlich, ne? Deine Eltern haben ein Geschäft hier in Köln. Ja, hatten ein Geschäft. Dass jemand sehr viel Mett gekauft hat. Ja, mal so ein Kilo oder so. Ja, nein. Einige Leute werden es kennen, es war wirklich eine der abstrusesten Geschichten, dass jemand mir erzählte, er würde so einmal im Monat Riesenmengen von Hackfleisch kaufen. Und dieses Hackfleisch nimmt er mit nach Hause und formt sich aus diesem Hackfleisch Frauen, Brüste. Verstehe, ja. Und was macht er dann? 60 Kilo Brüste. In der Badewanne, macht er das. Und was macht er dann in der Badewanne mit diesen geformten Frauenbrüsten und mit der geformten Frauenvagina? Wir können es wahrscheinlich ficken. Den Kunden hätte ich gerne gehabt. 60 Kilometer, 2,90 Mark macht 774 Mark. Richtig? Es ist unglaublich teuer. Ja. Es ist mir unnachvollziehbar. Ja, fantastische Geschichten kann man ja auch in dem Buch nachlesen. Ja. Jürgen, ich bedanke mich, dass du gekommen bist. Viel Glück heute Abend. Vielleicht gewinnst du den Rat und bis nächste Woche wieder hier, meine Damen und Herren. Jürgen Domian. Jetzt ein Mann, meine Damen und Herren, der, ja, es ist, glaube ich, der verständnisvollste, so wirkt er jedenfalls, wenn man ihn sieht, ich glaube es ihm aber auch, der verständnisvollste Medienmensch in der ganzen Republik, wenn nicht der ganzen Welt. Er hat ein neues Buch geschrieben, es heißt Richtig Leben. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Jürgen Domian. Schön, dass du mal wieder da bist. Ja, ist lange her. Ja, ich hab das Gefühl, du wärst gerade gestern erst da. Ich glaube, es sind 4 Jahre her. Ja, es ist schon 4 Jahre her. Stefan, du musst dir neue Sessel kaufen. Wieso? Man sitzt hier so komisch, man hängt hier so. Ja, aber du kommst doch nur alle 4 Jahre. Ja. Das wird doch egal sein. Aber das ist Vintage-Style, das kriegt man gar nicht so hin. Das ist noch nicht mal Vintage, sondern der ist wirklich alt. Ja, aber die Rücklehne. Aber guck dir das doch mal an. Hier haben die speckigen Arme von Weltstars drauf. Hast du denn da auch schon gesessen? Ich habe hier auch schon mal gesessen, ja. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber hier haben sie alle ihre verschwitzten Flossen abgelegt und man sieht es auch. Ja, ja gut, das hat seinen Wert. Das Janet stimmt. Jackson, ja. Alle. Lenny Kravitz, Elton John, wie heißt sie mit dem dicken Arsch? Jennifer Lopez, ja. Rihanna, alle. Ich haben glaube, gesessen? Warum soll ich denn neue Sessel besorgen? Ich habe fast alle gesehen. Weil ich fast alle von deinen Sendungen gucke. Das freut mich. Ja. Ich gucke deine Sendung auch häufig. Das freut mich auch. Ja. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Ja, ich weiß. Du bist immer gerne Gast bei uns. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn man dich so sieht, dann hat man das Gefühl, du bist unglaublich verständnisvoll. Musst du es manchmal, also gibt es Momente, wo du sagst, jetzt muss ich es aber auch ein bisschen, jetzt spiele ich es einfach. Oder also... Würde jetzt eine Welt zusammenbrechen, wenn ich... Nee, das nicht. Aber ich bin es auch nicht immer. Also neulich hatte ich einen Hooligan in der Sendung. Ja. Da bin ich alles andere als verständnisvoll. Also das gibt es ja auch immer wieder. Nein. Natürlich, wenn Leute mit sehr traurigen Themen anrufen und mit schweren Schicksalsschlägen, ja, dann ist man das. Ja, klar. Ja. Wir haben mal einen Ausschnitt gezeigt vor gar nicht allzu langer Zeit. wir wussten nicht, erst dachten wir, das kann nicht sein. Irgendeiner macht da Spaß mit Domian. Das war so ein Typ, der mit seinem Motorrad eine sexuelle Beziehung hatte. Ja, deswegen lachen die Leute immer. Ja, dann lachen die Leute immer. Aber du bist der Meinung, dass die Leute, die es dir dann auch dort erzählen, die sind dann echt in dem Fall? Das nennt man Objektsexualität und tauchte bei uns schon, ich weiß nicht, vor 10 Jahren zum ersten Mal auf. Und derjenige damals war verliebt in seine Heimorgel. Und heute spielt er bei uns.
So kann's gehen. Ja. Die Leute gibt es. Ja. Also kannst du das denn auch nachvollziehen? Nee. Nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Oder bringen dich manchmal deine Anrufer auch auf Ideen? Das ist auch, komm, könnte man mal ausprobieren. Nee, das nicht. Aber ich erzähle mal ein bisschen was von dem Buch. Ja. Da sind auch solche Geschichten drin. Ja, da sind solche Geschichten drin. Also es geht um die Frage, wie man richtig lebt. Mit dieser Frage bin ich ja nun allnächtlich beschäftigt. Und ich erzähle viele Geschichten aus der Sendung, aus meinem eigenen Leben und beschäftige mich auch mit dem Zen-Buddhismus in dem Buch. Ja. Übrigens tauchst du auch auf. Wieso? Einmal taucht dein Name auf. Ich habe das Buch gegliedert in die 7 Todsünden. Ja. Und und da gibt's ja... Da. Wir machen jetzt Werbung und gleich sagst du, in welchem Zusammenhang. Okay. Geiler Cliffhanger. Da. Mit Jürgen Domian, das ist sein neues Buch, Richtig Leben heißt es. Und wir waren eben stehen geblieben bei der Struktur. Du sagst, ich komme auch in dem Buch vor. Ja, ja, genau. Die Struktur sind die 7 Todsünden. Ja. Und eine Todsünde ist ja der Neid. Ja. Und ich bin in Köln auf die Straße gegangen und habe Leute gefragt, auf was sie neidisch sind. Das ist eine sehr heikle Frage, weil die meisten Menschen das gar nicht so offen zugeben. Und da knallte mir einer hin, ich bin neidisch auf Stefan Raab. Ich möchte so reich und berühmt sein wie Stefan Raab. Ja, das sagen ja, die Leute. Kann er ja. Du hast nichts dagegen? Nee, ich habe nichts dagegen. Muss ich halt Mühe geben. Auf wen bist du neidisch? Oder auf was? Ich weiß nicht. Neid ist keine Motivation, finde ich. Ist immer schwer, also schwer. Was heißt neidisch? Also neidisch im Sinne, also wirklicher Neid ist ja auch Missgunst und grenzt immer als an Hass und sowas. Ja. Und das, finde ich, ist keine Motivation. So. Das ist sehr gut. Leute, also ohne es gibt Neid so Sachen, sind. Wo ich sage, ja, bin jetzt neidisch auf, weiß ich nicht, ich würde gern so toll Heimorgel spielen. So, naja. Aber das ist jetzt nicht, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ihm nicht gönne, dass er das so gut spielt. Ja, ja. Das geht ja häufig einher. Ja, das geht einher. Dass man sagt, ich bin neidisch auf den, weil ich möchte gerne das haben, was der hat. Ja. Aber nicht nur auch das Gleiche haben, sondern im gleichen Moment soll der andere das nicht mehr haben. So, das ist ganz schlimm. Ein weiteres Kapitel ist natürlich Wollust. Du hast das Buch wahrscheinlich nicht gelesen, aber in dem... Noch nicht. Ja, aber das Kapitel vielleicht angelesen. Und... Naja, es geht halt auch um die Bewertung von Sexualität. Und ich sitze ja in der Tat oft nachts da in meiner Sendung und bin bisweilen fassungslos, was die Leute mir auch in Sachen Sexualität erzählen. Und da stellt sich auch immer die Frage, was ist gut, was ist richtig. Und ich habe einige Sachen dokumentiert in dem Buch, zum Beispiel die Sperma-Fetischistin, die sich jeden Tag am liebsten von Kopf bis Fuß mit Sperma einreiben würde. Die Männersocken-Fetischistin, die Frau... Eine Frau, wenn sie von Kopf bis Fuß mit Sperma ja. hat, wo kriegt die das Zeug denn her? Ja, das ist ja ihr Traum, dass sie so viel, bekäme. Die Band. Ja, gute Idee. Aber dieses Musiker-Klischee, ne? Dieses Musiker-Klischee, immer das Gleiche. Männersockenfrau. Die, wie Männersockenfrau? Ja, die beschreibe ich auch in dem Buch, die sich die getragenen Socken ihres Freundes aufs Gesicht legt und nur so bei der Masturbation zum Orgasmus kommt. All das höre ich. Oder der Schwule, der die Fußnägel seines Lovers schneidet, raspelt und sich diese Raspeln auf ein Butterbrot streut und das isst. So, und dann sitze ich natürlich da. Ja, Leute, also... Wobei ich ja ganz sicher bin. Keine Gourmets hier oder was? Ich bin ganz sicher, wenn du deinem Publikum. Meine Frage wäre: Ist das schon vegan oder? Ich glaube ja. Ist doch nachwachsender Rohstoff, oder? Vielleicht,
Vielleicht eine Marktlücke, oder? Das ist ja ein nachwachsender Rohstoff. Der fällt nicht ganz von alleine ab. Also, es geht nur wenn man ordentlich Nagelpilz hat, dann fällt er natürlich von alleine ab. Es geht natürlich darum, dass man das auch immer bewertet. Und ich habe so für mich so die Linie, die ich im Buch auch erkläre, dass man alle Schweinereien machen darf, wenn man niemand anderem schadet und sich selbst nicht. Ja, und das ist immer die Frage, aber man muss auch drüber lachen dürfen im Zweifel. Ich habe eine sehr schöne... Oder findest du schlimm, wenn man jetzt, wenn der eine sagt, ich finde das geil, ich schmecke mir die Fußnägel morgens aufs Toast, ja, dann finde ich das ja auch in einer gewissen Form amüsant. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich denjenigen verachte, der das macht. Nein, schwieriger ist es. Im Gegenteil, ich sage, lecker, ja, aber amüsieren darf ich mich da. Schwieriger ist es. Ein anderer Fall, den ich auch im Buch beschreibe, wo eine sehr eloquente und sehr seriöse Frau mir erzählte, dass sie eine sexuelle Leidenschaft nur entwickeln kann für querschnittsgelähmte Männer. Und diese Leidenschaft so weit ging, dass sie selbst wünscht, im Rollstuhl zu sitzen. Und sie hat sich selbst sogar einen Rollstuhl angeschafft und fährt damit rum. Da kommen wir in die Grenzbereiche rein, wo man dann sagt, naja, also, das ist schon seltsam. Aber ich habe noch, für das Buch sehr viel recherchiert mit Philosophen, Geistesgrößen, Kirchengrößen und bin auf eine sehr schöne Geschichte gestoßen. Und zwar geht es um die heilige Agnes, eine Nonne aus dem 14. Jahrhundert. Im Mittelalter war es üblich, dass am 1. Januar war ein Feiertag, weil der Beschneidung des Herrn gedacht wurde. Und die Nonne Agnes war, so ist es überliefert, alles historisch überliefert, war an diesem Tage immer in großer Sorge und Angst und weinte viel, hat gebetet, weil es ihr leid tat, dass dem Herrn Leid angetan wurde und sie wusste nicht, was mit der Vorhaut geschehen war. So. Die Nonne. Die Nonne. Ja. Und das begab sich wieder. Das ist ja auch lange her. Es begab sich wieder an einem Turiner Leichentuch suchen. Es begab sich wieder an einem 1. Januar. Agnes war wieder in Aufruhr, in tiefer Trance. Sie betete, sie weinte. Und während des Betens bemerkt Agnes etwas. Im Mund. Und während sie darüber nachdachte, spürt sie, die Nonne Agnes, dass sie die Vorhaut des Herrn auf der Zunge trägt. Aha. Das ist historisch belegt, das ist jetzt keine komische Geschichte. Dass sie historisch belegt durch wen? In der Kirche, in der Kirchengeschichte. In der Kirchengeschichte. Ja, ja. So. So. Nee, ich glaub's. Es war eine andere Zeit, sonst hätte ich gesagt, hier. Mach ich Foto durch Facebook. So, und wir sind. Geh noch weiter. Jetzt hat er die ganze Mystik der Geschichte kaputt gemacht. Nein, das ist so schön gespielt. Die ist nicht falsch, die Geschichte. Und jetzt kommt. Also, du musst ein bisschen runterkommen. Ja, ja. Das ist ja schon, mir läuft schon Schauer über den Rücken. Also sie spürt die Vorhaut des Herrn auf der Zunge. Ja. Sie ist erstmal entsetzt und schockiert. Und in ihrem Schock schluckt sie die Vorhaut runter. Daraufhin, kaum war die Vorhaut runtergeschluckt, war sie schon wieder da auf der Zunge. Nee. Ja. Und dieser Vorgang wiederholte sich dutzendfach, so die historischen Quellen. Und dann wurde ihr während dieses Schluckens der Vorhaut, wurde ihr offenbart von Gott, dass die Vorhaut des Herrn mit auferstanden sei vor 2000 Jahren. Und daraufhin war Agnes beruhigt und sie hat nie wieder geweint am 1. Januar. Und ich glaube, dass sie an diesem Tag, als sie die Vorhaut immer und immer wieder runtergeschluckt hat, traumhafte Orgasmen hatte währenddessen. Und ich gönne es ihr nachträglich von Herzen. Was für eine wunderschöne Geschichte. Ja. Ja. Die ist toll, ne? Ja, die ist toll. Darüber. Darüber spricht man in der katholischen Kirche aber nicht so gerne. Da spricht man nicht so gerne in der katholischen Kirche drüber. Naja, gut, so ist das. Ja, diese und viele andere
interessante Geschichten, die nur das Leben schreibt, gibt es in diesem Buch zu lesen. Domian, richtig leben. Und wer reingucken will bei dir in der Sendung, gerne. Wie immer seit 20 Jahren? Nächstes Jahr, 20 Jahre. Nächstes Jahr, 20 Jahre. Ja, ja. Wie immer, jede Nacht um 1 Uhr. Radio 1, Live WDR. WDR-Fernsehen. Ja. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Gerne wieder. Sehr gerne. Kannst du gerne irgendwie nächste Woche noch mal wiederkommen, noch was aus dem Buch erzählen. Sehr interessant. Jürgen Domian, meine Damen und Herren. So, das war's für heute. Morgen. Worum es dort geht, das wird er uns jetzt gleich selber erzählen. Und wie er darauf gekommen ist, dieses Buch zu schreiben. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Jürgen Domian. Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Ja, freut mich auch. Was war denn nicht mehr da? Beim Mann meiner schlaflosen Nächte. Wie? Wie soll ich das jetzt verstehen? Das sagt der Richtige. Ja, ja. Ja. Nein, ich schaue fast immer deine Sendung nachts, wenn ich nach Hause komme. Aber ich muss jetzt ProSieben sehr kritisieren. Du musst ProSieben kritisieren? Ja, ProSieben, warum denn? Seit ein paar Wochen dich irgendwie so spät wiederholt, dass es auch für mich zu spät ist. Nämlich morgens um 5:30. So war das immer so 3:15, 4:00, da komme ich nach Hause. Die und wiederholen dann meine Sendung jetzt morgens um 5:30? Ja, also bitte ProSieben, bitte früher. Ja, also bitte die Wiederholung bitte um 3 Uhr senden, genau. Wenn es geht. Um 5:30 weiß ich gar nicht, ist mir neu. Was lief denn da bisher? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist ja unverschämt. Ich werde direkt mal nachfragen. Bitte, ja? Mal das können wir uns ja nicht bieten lassen. Ich kann nichts dafür. Ja. Ja? Was kann ich dafür, dass der nicht dafür kann? Ja. Ich kann jedenfalls nichts dafür. Du machst das jetzt auch schon. Wie lange machst du das denn schon? 13 Jahre. Ich schaue ja auch, also man kommt ja auch nicht dran vorbei. Wenn man gerne beim ins Bett gehen noch ein bisschen Fernsehen guckt, dann stoße ich immer so ab 1 Uhr bis hier auf Sendung. Dann komme ich natürlich auch ständig bei dir vorbei. Also ich sehe dich auch fast jeden Abend. Dann bist du so lange auf auch? Ich gehe eher spät ins Bett. Ja, ich bin ja hier mit der Sendung auch erst um 12 Uhr, 12:30 fertig. Bis ich zu Hause bin, ist 1 und dann schaue ich mal rein hin und wieder. Ja. 13 Jahre, 18.000 Gespräche. Unfassbar. 13 Jahre. Und vor allen Dingen zu so einer Zeit. Du hast fürs wahrscheinlich so eine Art Dracula-Leben. Ja? Schläfst tagsüber und wenn es dunkel wird, kommst du erst raus. Kannst du überhaupt noch an einem normalen Tagesrhythmus teilnehmen? Im Sommer, in der Sommerpause. Wenn ich lange Sommerpause habe, dann mache ich so einen Tag und eine Nacht ganz durch, um in einen relativ normalen Rhythmus zu kommen, was immer ein bisschen schwierig ist. Und dann geht das. Das heißt, du gehst normalerweise in der Woche, wenn du deine Sendung machst, gehst du wann ins Bett? Wahrscheinlich, man kann ja auch danach nicht direkt schlafen. Nein, kann man oder? Nicht. Nein. Das, 5 Uhr, 6 Uhr? 5 Jahre so in der Kante, ja. Und dann schreibst du dieses Buch wann? Oder in der Tat habe ich an dem Buch, wenn ich dich mal nicht gesehen habe, nachts Korrektur geschrieben. Schreiben geht nachts nicht, da bin ich zu aufgedreht, da ist die Konzentration nicht da. Ein Roman, also das hätte man jetzt von dir nicht erwartet, also dass du ein bisschen deine Erfahrungen aus der Sendung widerspiegelst oder dokumentarisch arbeitest oder so, das hätte ich ja vermutet, aber ein Roman, worum geht es da in dem Buch? Da geht es um einen Mann, der im Hochsommer in seiner Altbauwohnung ganz oben sitzt und einen fulminanten Wetterumsturz beobachtet. Es ist 40 Grad heiß, ein Jahrhundertsommer. Und es verdunkelt sich der Himmel und binnen Stunden sackt das Thermometer ab. Es fängt erst an zu regnen, zu hageln und dann zu schneien. Und nachmittags um 3 ist die Sonne weg. Und die Temperatur liegt bei fast 0 Grad. Das guckt er sich ganz fasziniert von oben an. Und dann geht er nach draußen, um mal ein bisschen zu reden und zu gucken. Und dann muss er feststellen, dass mit diesem Wetterumsturz offensichtlich alle Menschen verschwunden sind. Und er stellt sich dann die Frage, bin ich der letzte Mensch auf der Welt? Und so beginnt das Buch. Da hast du aber schön zusammengesponnen, oder? Ja, darauf muss man auch erstmal kommen. Nein, das Verrückte ist, dass das irgendwie im Moment ein bisschen in der Luft liegt. Der Will Smith-Film, da geht es auch um den. Ja. Da gibt es auch ein Sachbuch, wo sich ein Naturwissenschaftler damit beschäftigt, was passiert mit den Städten, wenn plötzlich keine Menschen mehr da sind. Dass New York verdschungelt und sowas. Aber es ist auch ein bisschen Klimawandel steckt mit drin, oder? Ein bisschen schon, wenn es auf einmal ganz schnell kalt wird an einem heißen Tag und es nachmittags schneit, sollte man sich Gedanken machen, wenn es morgens noch 40 Grad war und nachmittags Schnee liegt. Da stimmt was nicht.
würde man im ersten Moment vermuten. Eventuell, ja. Nee, du darfst natürlich nicht erzählen, wie es ausgeht. Der ist dann, stellt fest, er ist der letzte Mensch, den es gibt. Um die Frage geht es, ja. Mhm. Ist er denn der Letzte? Das verrate ich nicht. Ah, du musst ihn nicht verraten? Nee. Was macht er denn? Wie lange ist er denn, wie lange dauert es denn, bis er rausfindet, ob es noch einen gibt außer ihm? Die erste Zeit besteht darin, dass er in der Stadt sich rumtreibt und nach den Ursachen sucht oder nach Menschen sucht. Er geht in Kliniken, in Gefängnisse und überall sind die Menschen weg. Dann weg. Spurlos verschwunden. Und dann zieht er sich erstmal in seine Wohnung zurück, genau. sammelt Lebensmittel und alles, was... Das haben wir gedacht, erstmal würde ich ja gucken, wo kriege ich was zu essen, genau, her. Genau. Aber wenn der die Dönerbude auch zu hat, ist natürlich dann schwer. Ist ja. Aber was dann passiert, erzähle ich nicht. Das ist dann... Hört sich sehr spannend an. Was soll das für eine Silhouette da hinten sein? Ist das New York oder was? Eine Großstadt. Eine Großstadt-Silhouette. Das war immer so, was du gerade am Anfang gefragt hast, so mein heimlicher Traum, was Umfangreicheres zu schreiben. Und habe immer ein bisschen Respekt gehabt vor so was Größerem. Da habe ich gedacht, ich bin jetzt in einem Alter, bin 50 geworden voriges Jahr, bin in einem Alter, danke schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Oder Beileid. Das ist schon, ja, so weit ist es schon. Nee. Du merkst ja am Publikum, so weit ist es schon hier bei uns in der Sendung, dass wenn jemand das 50. Lebensjahr erreicht, das applaudiert wird. Ja? Ist doch nett. Ja. Nee, da habe ich mir so gedacht, das kannst du jetzt auch nicht länger vor dir herschieben, das musst du erst mal ausprobieren. Ja, und nun ist es gelungen und bin ich gespannt, ob das Publikum das auch so annimmt. Ja, ich bin mal schon, wir reden gleich noch weiter darüber und ich habe noch ein paar andere Fragen, die muss ich auch noch loswerden. Und in der Zwischenzeit machen wir ein kleines bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich, bleiben Sie dran, Jürgen Dumme. Ist ein neuer Roman, sein erster Roman, Der Tag, an dem die Sonne verschwand. Kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, ist bestimmt sehr spannend. Ich habe noch eine Frage. Ich habe letzte oder vorletzte Woche oder vor drei Wochen, ich weiß nicht genau, wann es war, hat nachts bei dir ein Kandidat von Deutschland sucht den Superstar angerufen, ja, der vorher von Dieter Bohlen und Konsorten beschimpft wurde. Ja. Macht dir den Eindruck, als sei er wirklich fertig? Ich glaube, der wurde beschimpft. Dieter Bohlen hat ihm gesagt, du wirst dein Leben lang ein scheiß erfolgloser Friseur bleiben, oder? Ja, und das ist ziemlich mies. Das ist ziemlich mies. Hat er den Eindruck gemacht, als wäre er wirklich? Nee, nicht wirklich. Nein. Nicht wirklich. Und die Schmocks von RTL haben sich irgendeinen Sendemitschnitt von uns besorgt. Wir haben das nicht rausgegeben und haben das dann irgendwie verkürzt dann eingebaut und gesendet. Das geht ja nicht. Das geht Ausschnitte aus nicht. Anderen Sendungen zeigen, das würde ich niemals tun. Das geht zu weit. Übrigens, darf ich dir ein Kompliment sagen? Selbstverständlich. Aber im Ernst. Ich habe deinen ganzen Casting-Wettbewerb verfolgt und finde das wirklich die beste Casting-Show in Deutschland. Oh, vielen wirklich. Dank. Nehme ich gerne. Vielen Dank, vielen Dank. Nehme ich gerne an. Und mein absoluter, ich meine, das Mädel, das gewonnen hat, war wirklich auch toll. Ja. Mein Favorit war Gregor. Ja, von Gregor wird man auch was hören. Da wird demnächst das Album erscheinen. Und wir werden das dann auch hier vorstellen in der Sendung. Der ist wirklich ein fantastischer Künstler. Ja, ich habe so sehr geschätzt, du verarschst sehr viele Leute. Aber das habt ihr alle sehr ernst genommen. Und auch wenn die Jury etwas gesagt hat, wurde niemand so unter der Gürtellinie fertig gemacht. Und das finde ich einfach gut. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein neues Buch, was mir persönlich auch sehr gut gefällt. Ja.